Und dennoch Becker jetzt am Abend, da die Sonne nicht mehr so voll in diesen Center Court hineinscheint, nur noch am oberen Rand ein paar original Sonnenstrahlen, ansonsten Flutlicht. Boris Becker will also richtig warm in dieses Match hineingehen. Aber ich glaube, wir haben nach wie vor an die 30 Grad. Die Hitze hat sich aufgestaut auf diesem Kunststoffboden. Zuschauer etwa 10.000, schätze ich mal, jetzt zu Beginn der Abendveranstaltung hier im Flinders Park. Und da haben wir ihn, Miloslav Mečir, zum 8. Mal Gegner von Boris Becker bei offiziellen Spielen. Vielleicht noch in Ergänzung zu den Rückenproblemen, die wir eben vor einigen Minuten angesprochen haben, die Karriere von Mečir eigentlich durchzogen haben. Hier haben wir die Bank. Das ist auch Dr. Müller-Wohlfahrt, der Mannschaftsarzt von Bayern München, inzwischen eingetroffen. Ready. Ist ja eigentlich Stammgast schon bei den großen Turnieren, wo Boris unterwegs ist. Bordbrett rechts im Bild. So, die Wahl hatte Miloslav Mečir gewonnen, aber er hat es vorgezogen, den Aufschlag anzunehmen. Also Boris Becker wird dieses letzte Achtelfinale im Herreneinzel jetzt eröffnen. Zweimal gut aufgepasst zunächst von Becker, aber im dritten Nachfassen sozusagen. Der Punkt für Miloslav Mečir. Becker greift an. Zweimal aufgepasst und jetzt auf dem falschen Fuß. 15 beide. Da scheint Mečir die richtige Wahl getroffen zu haben. Zunächst einmal den Aufschlag des Deutschen abzuwarten. Überzogen. 15-40. 15-40. Herr Becker griff bei den ersten beiden Bällen an, mit geteiltem Erfolg. Jetzt spielt er von der Grundlinie mit Mečir. Die ersten beiden Breakchancen also für den langen, immer etwas schlaksig wirkenden Tschechoslowaken.
30-40. Viel Start des Deutschen. 1:0 Führung für Miloslav Micić in diesem ersten Satz. Dieser Film ist reichlich überflüssig. Denn heute zeigen wir Ihnen etwas, was Sie beim Toyota Corolla laut ADAC-Pannenstatistik so gut wie nie brauchen. Den vorderen Abschlepphaken. Über den hinteren freuen sich andere. Der Corolla. Miss Westdeutschland präsentiert Schmuck mit echter Goldauflage. Mit diesem verführerischen Zauberer werden Sie bewundernde Blicke auf sich ziehen. Dazu die elegante Halskette mit passendem Armband. Rhinestones und ein Seeopal schmücken dieses Collier. Die Camee-Brosche nach antiken Vorbildern handgefertigt. Echt zauberhaft, alle fünf Teile zusammen nur 39,90 Mark. Boris Becker hat während dieses ersten Seitenwechsels gleich den Schläger gewechselt. Ein Anzeichen dafür, das konnte man auch hören, dass er mit der Bespannung nicht zufrieden war. Also die beiden Schläger, den alten und den neuen, gegeneinander schlug. Also gleich ein Break zugunsten des Weltranglisten 25. Miloslav Micić, der nun zum ersten Mal selbst Aufschlag hat. Vom Tempo her hat man den Eindruck, dass die beiden noch dabei sind, sich so ganz langsam einzuschlagen. Aber das Match läuft bereits. Mit hier ganz offensichtlich bemüht, das Tempo rauszuhalten aus dem Spiel, um selbst mit langen Schlägen, so wie eben platzierten Schlägen an die Grundlinie, die Punkte zu machen. Aus, 30 beide. Das ist Boris ein bisschen zu bunt geworden. Das Grundlinienspiel hat er unterbrochen mit diesem Angriff. Macht Druck, den Punkt. Thank you.
40-30. Über Miloslav Mitir sagt man ja, der spielt so komisch. Man weiß nie, wo man ihn hat. Das werden sicherlich im Moment auch die ersten Gedanken von Boris Becker sein. Spielball für den 1,90 großen Tschechoslowaken zum 2:0. Net. Second Service. Der Deutsche versucht das Spiel immer ein bisschen schneller zu machen, aber so recht wird ihm das nicht gelingen. Ins Aus. Wieder ganz schnell Tempoverschärfung von Becker und damit Vorteil für ihn. Eine erste Chance zu einem prompten Rebreak. Wir sind im zweiten Spiel des ersten Satzes, gespielt bereits 10 Minuten. Second surface. Game Becker. Gut gekontert von Boris Becker. Mitir schleicht sich da, man nennt ihn ja die große Katze, nach vorn. Erste Break-Chance gehabt und genutzt. Alles wieder in der Reihe nach Break und Re-Break. Also 1-1 im ersten Satz. Thank you. Quiet, please. Da kommt er nicht ran, nein. Becker muss zwar viel laufen, weite Wege gehen, aber er macht jetzt die Punkte. 30-0, da steuert Mitir das Spiel rechts, links. Becker dann, um diesen langen Ballwechsel zu beenden, voll mit der Rückhand durchgezogen. 30-0. Love.
Game beginnt. Gut, der zweite Aufschlag von Boris Becker. Kick, das Spiel zum 2:1 in diesem ersten Satz. Wir sind gleich wieder zurück hier im Flinders Park in Melbourne. Warum sind die neuen M&M's der perfekte Knabberspaß? Ja, ein Fruchtshake. Hawaii. Ein echter Genuss, immer und überall. Vielleicht, weil die M&M's jetzt mit besonders leckerer Milchschokolade gemacht sind. Oder auch, weil sie so knusprig bunt umhüllt sind. Oder weil auch bei den neuen M&M's die Milchschokolade im Mund schmilzt, nicht in der Hand. Die neuen M&M's, jetzt noch besser im Schokogeschmack. Ich treibe viel Sport, da finde ich Alpecin sehr angenehm erfrischend. Das Schönste für mich, auch bei Frauen, sind ganz natürliche Haare. Das ganze Programm von Alpecin ist haargenau das Richtige für mich. Alpecin, die Pflegeserie für sichtbar gesundes Haar. Schiedsrichter Richard Ings, bitte das Publikum ruhig zu sein, aber Einfluss auf die Vögel, die sich hier unter dem Hallendach, das natürlich geöffnet ist, eingenistet zu haben scheinen. Dagegen ist er machtlos. Boris hat ja vorhin schon zwei, dreimal hochgeschaut. Das sind diese Kookaburras, dazu die Spatzen, Löwen kreisen oben. Glauben, dass sie vielleicht noch etwas von der Nachmittagsveranstaltung finden könnten an Essbarem. Und eine Möwe hat auch schon etwas fallen lassen. Das habe ich gesehen auf den Kopf eines Fotografen. Da wird was sehr überrascht. 2:1 für Becker. Aufschlag wieder bei Miloslav Mitschir. Der passte genau. Ja, wenn der Aufschlag so kurz kommt, da ist Becker gut beraten, voll reinzugehen. Das gleiche Bild, wieder schwacher zweiter Aufschlag von Mitschir. Und Becker mit einem krachenden Aufschlag-Return. Wieder Chance für Becker zu einem weiteren Break bei 0:40. Der holprige Start des Deutschen, glaube ich, damals schon vergessen. Game Becker. 3:1 für Boris Becker, der die letzten 8 Punkte gemacht hat. Becker leads 3 games to 1. Die letzten 10 sogar. Break zu 0. Ja, Miloslav Mitschir spielt hier natürlich gegen Becker um seinen Weltranglistenplatz 25. Vorigen Jahr war hier im Finale, sollte er heute verlieren, das würde ihn viele, viele Plätze kosten in der Weltrangliste. Das heißt, dass damit auch die Nerven im Spiel sind, das sind sie ohnehin immer bei Mitschir. 15.
15, 13. Zwei Doppelfehler in Folge. 15, 30. Unerreichbar. Das erste reine, klare Ass des Deutschen. 40-30. Wenn man in der Lage ist, nach zwei Doppelfehlern auch wieder einen Ass zu schlagen und sich damit Spielball zu besorgen, ich glaube, dann stimmt es bei Boris bisher. Gut vorbereitet von Legier. Dieser Punkt zum Einstand. Deuce. Muss Becker ganz weit hinaus auf die Rückhandseite. Dann fehlen da zwei Schritte. Ganz knapp ins Aus. Der Zweifel allerdings nicht ganz unberechtigt. Just wide. Sie hören die Stimme von Richard Ings. Just wide. Ganz knapp im Aus. Hier sehen wir es nochmal. Ja, war wohl aus. Damit heißt es Vorteil für Miloslav Mičir. Spielball für ihn zum 2:3 in diesem ersten Satz. Der kommt nicht. Deuce. Gutes Spiel bisher von beiden. Advantage, Mitch.
Da ist das Rybrik. 3-2, nur noch die Führung für Boris Becker. Verdienter Beifall für beide Spieler. Scheint sich hier zu einem erstklassigen Match, zu einer erstklassigen Begegnung zu entwickeln. Lange Grundlinienduelle mit Tempowechseln. Es ist nicht nach dem Geschmack von Boris, aber ganz nach dem Geschmack von ihm, von Miloslav Mičir, the big cat, ich sagte, das nennt man ihn, die Sphinx im Herrentennis. Man weiß nie, wo man ihn hat. Und ob im Finale oder wie heute in einem Achtelfinale, ungewöhnlich Frühjahr für die spielerische Klasse dieser beiden. Mičir ist ein ernstzunehmender Gegner. Selbst Satzgewinn oder 2-0 Satzführung bedeutet gegen Mičir nichts. Das hat er auch im letzten Jahr bewiesen, als er sein einziges Turnier gewann, das von Indian Wells. Anfang März, als er im Finale gegen Jannik Noah 2-0 in den Sätzen zurücklag und dann auch mit 3-2 das Match für sich entscheiden konnte. Fünf Spieler also bisher, vier Breaks, spricht nicht zwingend für die Aufschlagqualitäten beider, aber eine zunehmend interessante Partie. 2-3 also aus der Sicht des nun wieder aufschlagenden Tschechoslowaken Miloslav Mičir. Der war etwa zwei Finger breit im Aus. 15 beide. Ein Kunstschlag von Miloslav Mičir. Mit dem unterstreicht er, dass er ein sogenannter Touchplayer ist. Ein Spieler mit extrem gutem Ballgefühl. Vögel geben keine Ruhe hier in der Halle. Da haben wir sie. Rabenähnliche Vögel, die hier die letzten Sonnenstrahlen dieses Tages genießen. In etwa 10 Minuten wird die Sonne untergehen. Aber davon merken diese beiden Aktiven hier unten nichts mehr. Das Flutlicht ist natürlich eingeschaltet. Das Dach ist geöffnet. Vielleicht ruft wahrscheinlich jemand nach dem Kammerjäger hier. Sicherlich störend für die Aktiven. Das abendliche Konzert der Vögel. Game
Sicheres Spiel von Miloslav Mečija zum 3-beide. Erster Satz also nach 3-1-Führung für Boris Becker wieder offen. Im Hintergrund sehen Sie übrigens oben vom Hallendach aus hier die Skyline von Melbourne. Ein warmer Tag geht zu Ende. Aber es soll jetzt ganz dicke kommen. Für morgen sind 36 Grad im Schatten angesagt. Und dann für den übernächsten Tag sogar 40 am Mittwoch. Die Linie. Da muss Becker vor. Mečija greift sich an den Kopf. Wie konnte ich nur? 15 Love. Ja, beide Spieler ganz offensichtlich in ihrer Konzentration gestört. Dieses Abendkonzert oben am Hallenrand. Was aber Mečija nicht hindert, hier mal wieder unter Beweis zu stellen, welch extrem gutes Ballgefühl er hat und wie schnell er ist. 30-15. Ist er dann mit 3 Schritten da, macht den Punkt. Ja, kein leichtes Spiel für Boris, muss viel laufen, über eine halbe Stunde gespielt, wir sind beim 3-3 im ersten Satz. Das sah zunächst so aus, als sollte der reingehen. Fiel Becker bestimmt ein Stein vom Herzen. 40-30. Das Spiel gemacht zum 4-3 in diesem ersten Satz. Führung also nach wie vor für den Deutschen. Wir sind gleich wieder zurück hier auf dem Center Court. Becker leads 4 games to 3. Salve, salve. Per me cappuccino è il tipico caffè italiano. No, Nescafè presso presso. Nescafè cappuccino. Nescafè presso presso è semplicissimo. Niente macchie. Naturalmente. Acqua bollente. Ecco l'acqua. E si beve cremoso, guardate com'è cremoso, piccolo, forte e nero. Mm.
Che gusto. Che gusto. Italienisch genießen. Cappuccino und Presso Presso von Nescafé. Dieser Film ist reichlich überflüssig. Denn heute zeigen wir Ihnen etwas, was Sie beim Toyota Corolla, laut ADAC-Pannenstatistik, so gut wie nie brauchen. Den vorderen Abschlepphaken. Über den hinteren freuen sich andere. Der Corolla. Das Center Court jetzt gut gefüllt. Nachdem 35 Minuten gespielt sind, das Publikum strömt jetzt und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass hier in 10, 15 Minuten jeder Platz besetzt sein wird. Also 15.000 Zuschauer werden Zeugen sein dieser Achtelfinalbegegnung. Des letzten Achtelfinals übrigens im Herren-Einzel. Die anderen sieben Kandidaten stehen schon fest. Die nenne ich Ihnen nachher noch einmal bei einem Seitenwechsel. Drei Schweden, ein Tschechoslowake, einer aus der Sowjetunion, ein Franzose, ein Amerikaner und, Fragezeichen, ein Deutscher. Dieses Fragezeichen kann Boris Becker hier heute Abend, Ortszeit in Melbourne, ausräumen. 15 love. Er kommt nicht ins Aus. Forty love. Ja, da schien Boris Becker eine kleine Pause eingelegt zu haben. Four games on. Das 4-4, ein 0 Spiel des 25-jährigen Mannes aus Bojnice. Darüber ist ja viel geschrieben worden, als er aufstieg am Tennishimmel. Inzwischen wohnt er mit seiner Familie in Prag, also sagen wir mal, Michi ist ein Prager geworden. 4 beide, erster Satz, Aufschlag wieder bei Boris Becker. Schade. Da hat der Deutsche zweimal gut aufgepasst. 15 all. Fifteen, thirteen.
Gut vorbereitet und auch gut abgeschlossen, dieser Angriff von Mitchell. Und jetzt droht Gefahr. 15, 14. Erneutes Break zugunsten von Miloslav Mečir, der aus dem 3:1 von Becker ein 5:4 macht, Break vor. Und mit der Entscheidung des ersten Satzes melden wir uns gleich wieder hier zurück aus dem Flinders Park. Bügelblitz. Bügelblitz. Bügelblitz sei Dank. Blitz sei Dank. Bügelblitz. Bügelblitz. Macht Bügeleisen blitzeblank und flitzeleicht. Macht Bügelblitz das Bügel leicht. Bügelblitz. Das Beste von Goldzack. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hier wird euch Power vorgeführt. Doch Power ist nicht Zauberei, nicht Hexerei, wenn der dabei. Er mit der UK-Energie, das wundersame Kraftgenie. Psst. Ich sprach von deiner UK-Batterie. Bob Red, der Trainer von Boris, macht ein nachdenkliches Gesicht. Boris Becker liegt zurück in diesem ersten Satz, 4:5, nach dem Break eben. Und er braucht jetzt sofort ein Re-Break, wenn er diesen ersten Durchgang nicht verlieren will. Auf Start bei Miloslav Mečir, der sein Spiel wie gewohnt recht variabel gestaltet, aber bis auf 4-5 Ausnahmen kaum dumme Fehler gemacht hat in diesem ersten Satz. Und der jetzt also nach knapp einer Dreiviertelstunde Aufschlag hat und sich den ersten Satz besorgen kann. Zwei Fehler ohne Not. Das sind die beiden Punkte für Becker. 15:30.
Der Return war auch nicht gut. 40. Wie der zuvor. 40-30 für Mechir. Und nach nun exakt 45 Minuten, also damit erster Setpoint, erster Satzball für Milo aus Prag. Quiet, please. Er geht ins Aus. Erster Satz an Miloslav Mečir. Das sah zunächst zu Satzbeginn, als Boris Becker gleich seinen Aufschlag verlor, nach einem kleinen Schönheitsfehler aus. Dann gutes Spiel des Deutschen. Break vor. 3-1. Dann ausgeglichenes Spiel. Bis hin dann zum satzentscheidenden Break 5-4 für Miloslav Mečir, der es bisher verstanden hat, das Tempo zu variieren, das Spiel zu steuern. Satz Nummer 2, Boris Becker schlägt auf. Na, da hätte er sich fast verschätzt, der Deutsche. Da atmet er auch tief durch. Schwer zu nehmen, dieser Ball. Die Returns von Mečir immer wieder nicht besonders hart, aber sehr exakt auf die Füße von Becker gespielt. 30-15. Thank you. Quiet, please. Das zweite Ass, das erste Spiel in diesem zweiten Satz, aber der Satz Nummer 1, Sie sehen es hier am Spielstand, der ist an Miloslav Mečir gegangen mit 6-4. Ja, da ist was zum Nachdenken. Vielleicht können Sie es von den Lippen ablesen, was Boris da sagt. Hier der Blick hinauf an den Hallenrand, in den Abendhimmel von Melbourne. Wird jetzt sehr schnell dunkel werden, denn die Sonne geht hier sehr, sehr schnell unter in diesen Breiten. Ja, das ist schon eine kleine Überraschung. Ganz besonders nach der Führung, als Becker oben auf war in diesem ersten Satz, dass er ihn dennoch abgeben musste. Der Blick von Boris geht sehr weit weg. Ich pflege immer zu sagen, er schaut nach Nirvana. Im Gesicht von Miloslav Mečir kann man ja auch seit Jahren, zumindest dann, wenn er Tennis spielt, kaum etwas ablesen. Ohne Regung. Wie gesagt, die Sphinx des Herren-Tennissports. Miloslav Mečir
Der Vorjahresfinalist hier verlor in 3 Sätzen glatt gegen Ivar Lendl in einer wahren Hitzeschlacht. Er liegt vorn und schlägt jetzt zum ersten Mal in diesem 2. Satz auf. Muss er was tun, Boris Becker, das weiß er. Return nicht gut bisher von Becker, von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Haben Sie es gehört? Immer den falschen Schlag. Was ist denn los, sagt Boris zu sich selbst. Noch nicht einmal 1 Stunde gespielt. 30-15 für Metier. Das war mit Sicherheit der richtige Schlag. 30 beide. 30-0. Hier kommt er nochmal. Voll durchgezogen mit der Vorhand. Thank you. Da sah es aus wie zu Beginn des Matches, wie in einer Trainingseinheit. One game more. 1 beide. Und Boris Becker in dieser Phase des Matches nicht mit seinem Spiel zufrieden. Das kann er und darf er auch nicht sein. Im ersten Satz hat er mal 10 Minuten richtig gut und auch erfolgreich gespielt. Aber jetzt hat er doch den Faden wieder verloren. Love.
Für Siedlow. Drei Punkte in Folge, direkt über den ersten Aufschlag. Wer das ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht der Bürgermeister von Melbourne. Auf jeden Fall scheint es eine hochgestellte Persönlichkeit gewesen zu sein, sonst hätten die Kollegen des australischen Fernsehens ihn mit Sicherheit nicht zu lange eingeblendet. Da war wieder Biss drin in diesem Spiel von Boris Becker, aber es spielt sich von einem Wellental zum anderen. 2-1 im zweiten Durchgang. So wie eben müsste er mal konstant eine Stunde durchspielen. Ich glaube, dann könnte er hier das Viertelfinale erreichen. Ich sagte es, es ist das letzte Achtelfinalspiel im Herren-Einzel. Und für das Viertelfinale bereits qualifiziert sind auch seit gestern schon Ivan Lendl gegen Tscherkasov und dann Pernfors gegen Noah. In der unteren Hälfte, in der Hälfte von Boris Becker, da hat sich ja David Wheaton überraschend gegen den allerdings verletzt ins Spiel gegangenen Aaron Crickstein durchgesetzt in drei Sätzen. Und Wheaton trifft im Viertelfinale auf Stefan Edberg, den Weltranglisten Dritten aus Schweden. Und dessen Landsmann Mats Wilander, er gewann gegen den Finnen Nili Paloheimo in drei Sätzen. Und Wilander wartet auf seinen Gegner im Viertelfinale, auf Miloslav Mitschir oder auf Boris Becker. Mit beiden hat er keine guten Erfahrungen bisher gemacht, der Schwede. Mitschir ist sein Angstgegner. Mitschir ist der Angstgegner aller Schweden, kann man sagen. Und die Bilanz gegen Boris Becker sieht ja auch nicht allzu gut aus für Mats Wilander. Zuletzt die Abfuhr beim Davis Cup Finale, glaube ich, war überdeutlich. 1-0-Führung in den Sätzen für Mitschir. Aufschlag. Dann erstes Ass. 1-2 Rückstand im zweiten Durchgang. Ein Meter ins Aus, das kostet Kraft, da muss Becker nach wie vor lange Wege gehen. So wie Mitschir die Gelegenheit hat, nimmt er sie wahr, den Deutschen auf die Reise zu schicken. Mal sehen, was Becker jetzt macht. Zweiter Aufschlag. 30 beide.
14:30. Da schaut Boris auf die Stelle, wo der Ball von Metier hinging, aber der war gut, ohne jeglichen Zweifel. Ganz Suche, sagt man in Norddeutschland, hat er sich diesen Punkt geholt zum 40:30. Erneut kein guter Aufschlag-Return von Boris Becker. Thank you. Quite please. Wenigstens der Aufschlag scheint im Moment zu stimmen bei Boris Becker, und das ist ja bei ihm die halbe Miete. Ein positives Zeichen. Auch dieses Aufschlagspiel von Boris Becker sicher durchgebracht. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Fangemeinde von Boris Becker, eben oben rechts im Bild zu erkennen. Boris muss die Ruhe finden. Das Spiel bestimmt bisher mehr der Mann aus der Tschechoslowakei. Der Flinderspark, am Abend, die Sonne ist untergegangen. Es ist in Wirklichkeit bereits schon dunkler, als es Ihnen dieses Bild, dieses elektronisch erzeugte Bild vorgaukelt. Der Center Court jetzt wohl voll besetzt, fast 15.000 Zuschauer hier am Abend in diesem letzten Achtelfinale. Er hat eigentlich keinen Grund, seinen Kopf hängen zu lassen, Miloslav Mečija, denn er hat den ersten Satz gegen Boris Becker, den Weltranglisten zweiten, gewonnen. Ja, Mečija steht unter Druck. Ich habe das vorhin versucht zu erklären. Er hat zu Beginn des Jahres 89 hier Finale gespielt, dann wenige Wochen später das Endspiel von Indian Wells gewonnen. Und davon lebt er eigentlich in der Weltrangliste. Sollte er hier heute ausscheiden gegen Becker, sollte er seinen Titel in Indian Wells nicht verteidigen können, dann wird Miloslav Mečija irgendwann im Frühjahr als Nummer 60, nur als Nummer 60 in der Weltrangliste auftauchen. Aber danach sieht es für ihn im Moment nicht aus. 2-3 Aufschlag. Unglaubliches Ballgefühl. Und auch eine unglaubliche Schnelligkeit, die er da entwickelt. Mit 6 Schritten ist er vorne und setzt den Stop. Eben kurz eingeblendeten Zahlen, da sind sie nochmal. Erster Aufschlag rein bei beiden. Recht schwach, nicht einmal die Hälfte. Fifteen all.
dann noch die ewig folgende Statistik, was draus wurde. Es hält sich in etwa die Waage. Ich glaube, es sind die Unforced Errors, die Fehler ohne Not, die bisher hier diesen Spielstand zu Ungunsten des Deutschen verursacht haben. Sehr bissig jetzt der Deutsche, konsequent, greift an. 15:30. Das Risiko geht man natürlich immer ein, wenn man Ecija angreift, dass man dann passiert wird. Dreimal angegriffen, dreimal auch den Punkt gemacht, einmal passiert worden, insgesamt eine positive Bilanz dieser taktischen Maßnahme von Boris, damit Einstand. Wieder macht Becker Druck. Und mit hier den Fehler. Advantage Becker. Da ist es zum ersten Mal Vorteil für Boris Becker, die erste Breakchance überhaupt in diesem zweiten Satz. Ich glaube, die nächsten Sekunden, die nächsten Augenblicke werden für Boris Becker hier ungemein wichtig sein. Jetzt aus!
verliert. Gut gedacht von Mitchell. Aber da war der Druck doch zu groß. Becker leads 4 games to 2 Newballs. Und jetzt Mitte des zweiten Satzes ist Boris Becker wieder oben auf, genau wie im ersten Durchgang. Mit seiner 3:1 Führung, die er nicht halten konnte. Jetzt führt er 4:2 und hat Aufschlag. Mit 9 Bällen. Quiet, please. Habe ich ausgesehen eben. Er war gut auf der Linie. Thank you. Macht nichts bei 30-0 Führung, 30-15. 30-15. Der sechste Service-Winner, Punkt über den Aufschlag neben den drei Assen. Mitchell schaut immer hoch zur Anzeigentafel. Da ist das Ergebnis verkehrt angeschrieben. Da heißt es 30-40 aus Sicht von Becker. Dem ist nicht so. Spielball für den Deutschen zum 5:2. Fehler ohne Not von Mitchell. Spiel für Boris Becker. 5:2 Führung im zweiten Satz. Und mit der möglichen Entscheidung in diesem zweiten Durchgang melden wir uns gleich wieder von hier. Miss Westdeutschland präsentiert Schmuck mit echter Goldauflage.
Mit diesem verführerischen Zauberer werden sie bewundernde Blicke auf sich ziehen. Dazu die elegante Halskette mit passendem Armband. Rhinestones und ein Seeopal schmücken dieses Collier. Die Camee-Brosche nach antiken Vorbildern handgefertigt. Echt zauberhaft, alle fünf Teile zusammen nur 39,90 Mark. Die Australian Open live und exklusiv bei RTL Plus. Ab Mitternacht berichten wir direkt aus Melbourne über das erste Grand Slam Turnier des Jahres. Verfolgen Sie unsere Zusammenfassungen mittags um 14:45 oder abends um 10:10. Tennis aus Australien täglich bei RTL Plus. Die Welt scheint wieder so einigermaßen in Ordnung zu sein für Boris Becker hier an diesem Abend in Melbourne. Im ersten Spiel der Abendveranstaltung, das letzte Achtelfinale zwischen ihm, Boris Becker und Miloslav Mičir aus der Tschechoslowakei. Mičir gewinnt den ersten Satz 6:4, aber jetzt im zweiten Durchgang führt Boris Becker. Hier haben wir es mit 5:2 und der lange, schlaksige Mann aus der Tschechoslowakei hat Aufschlag. Das war ein typisches Beispiel für die Kreisklasse, die Mičir zwischendurch auch immer mal spielen kann. Neben der unbestrittenen Weltklasse, die er meistens produziert. 15 over. Bild mit Seltenheitswert, beide vorn, der Not gehorchend. 30-15. Beide versuchen sich extrem weit aus dem Feld herauszutreiben. 40-15. In dieser Phase Mičir mit dem besseren Ergebnis 40-15. Gambit. 5-3 nur noch für Boris Becker, aber er hat jetzt Aufschlag, serviert damit für den Satz Nummer 2 zum Satzgleichstand. Für meinen Geschmack ein bisschen sehr überhastet, dieser Angriff nach dem zweiten Aufschlag.
Love 30. Bei 0:30 droht natürlich wieder Gefahr, dass dieser erneute Vorsprung des Deutschen, der kurz vorm Satzgewinn steht, wieder schmilzt. Klasse Return von Mitchell. Love 40. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Da ist das Rebreak. Da spielt Becker wieder fast den gesamten Satz hindurch gut. Besorgt sich einen, wie wir sicherlich alle dachten, ausreichenden Vorsprung, um hier sich den zweiten Satz zu holen. Aber Justament in der Phase versagt der ansonsten in diesem zweiten Satz gute Aufschlag von Boris Becker. Rebreak zu 0. Nur noch 5:4 für den Deutschen. Alles wieder in der Reihe in diesem zweiten Satz. Wieder ein kleines Stückchen zum Nachdenken für ihn. Eigentlich hat er Glück, dass er hier am Abend spielen darf, denn es war heute extrem warm. Und die, die heute hier im Sonnenlicht in der Tagesveranstaltung, gerade auf dem Center Court, wo sich kein Lüftchen rührte, spielen mussten, die waren wirklich nicht zu beneiden. Boris Becker spielt ja nicht so gern in großer Hitze. Da fühlt er sich immer ein bisschen gelähmt. So, jetzt wollen wir mal abwarten, ob das ein kleines Zwischenhoch war von Miloslav Mitschir. Natürlich nach wie vor einen kleinen Druck spürt. Er muss sein Aufschlagspiel durchbringen, wenn er diesen zweiten Satz nicht abgeben will. Erster Satz an Mitchell, 6:4, Rückstand 4:5, aber Aufschlag im zweiten Satz. Hier die Zahl der Fehler ohne Not spricht eigentlich gegen Miloslav Mitschir. Einmal Spielball zum 5-Beide jetzt für Mitchell. 14 Love. Hier die erzwungenen Fehler. Das spricht gegen Becker für Mitchell. Gambit. Da ist das 5-Beide. Also in etwa bisher jedenfalls ein identischer Verlauf der Sätze. Thank you. Becker in Führung, Break vor. Quiet, please. Aber er bringt es vorerst jedenfalls nicht in diesem zweiten Satz
über die Runden. 15. Das vierte Ass von Boris Becker. Ladies and gentlemen, could you please not use any flash photography during play? No flash photography, please. Thank you. Correction. 30-0. Richard Ings korrigiert die Entscheidung zu Recht. Die Entscheidung des Linienrichters. 30-0. Zwei Asse in Folge. Guter langer, tiefer Return und der weithändig geschlagene Rückhand von Metier. 40-15. Der war völlig verunglückt, da hat er den Schläger nicht richtig festgehalten, der Boris Becker. 40-30. 40-0, 40-30. Aus, wird ausgegeben. Enttäuschung im Gesicht von Metier. Und bei Boris Becker wieder etwas Zuversicht. Hätte er doch nur so vor 5 Minuten aufgeschlagen. Mit einer 5-3 Führung im Rücken, Break vor. Dann hätte er den Satz gewonnen. Hätte wenn und aber. Der zweite Satz lebt in allerhöchstem Maße. Wieder Zeit für den Deutschen, einen neuen Schläger auszupacken. Trocknet sich Ludoslav Metier seinen empfindlichen Rücken ab. Wir sprachen eingangs darüber, über die schon fast chronische Dauerverletzung, seine Beschwerden am Rücken, die ihn immer wieder zum Aufgeben zwingen, zu Pausen zwingen. Vor 2 Jahren hat Metier sogar einmal mit einem Korsett gespielt im Davis-Pokal gegen die Schweden. Und im letzten Jahr, als Deutschland in Prag spielte, saß Metier ja ebenfalls mit seiner Rückenverletzung zum Zuschauen verurteilt daneben. Metier ist gefährlich, ob verletzt, ob Rückenbeschwerden oder nicht. Wenn er auf dem Platz steht, ist er nicht zu unterschätzen. Und das weiß natürlich auch Boris Becker, der insgesamt bisher eine positive Bilanz hat gegen Miloslav Metier. 5-2 liest man da, aber eine seiner bittersten Niederlagen hat Boris Becker auch gegen Metier bezogen. Das war im Halbfinale der US Open 86, da kam Becker als zweimaliger Wimbledon-Sieger nach Flushing Meadow. Er spielte dann 5 Sätze
gegen Mitchell verlor, war ich dabei völlig leer. Law 15. Auf die Linie von Mitchell gesetzt. Guter Angriff zunächst von Becker. Aber gut gekontert. 30-50. Die Länge in diesen Angriffsschlägen von Boris stimmt zwar, aber da sitzt keine Musik dahinter. 30-15. Und jetzt ist der Tiebreak in diesem zweiten Satz in zumindest für Mitchell greifbare Nähe gerückt. Wieder Vorhandfehler von Becker. Sechs beide. Six games all. Tiebreak. Die Bilder haben wir schon ein paar Mal hier gesehen, auch in den Runden zuvor von Boris Becker, wenn er versucht, die Frustration herauszubrüllen, herauszuschreien. Und liebe Tennisfreunde, ich glaube, Sie sind mit mir einer Meinung. Dieses Tiebreak-Spiel jetzt im zweiten Satz. Hinterher ist man ja immer klüger, aber das kann matchentscheidenden Charakter haben. Das sind diese kleinen Tierchen, die sich hier abends immer einfinden bei den Abendveranstaltungen. Wielander hebt sie immer auf und trägt sie an die Seite. Die beiden machen das nicht. Tiebreak, zweiter Satz. One, zero, Becker. Aus.
Wer ist denn das zu fassen? 2-0, Becker. Der kann teuer werden, Miloslav Mitjir. Becker mit einem Notschlag, der kommt kurz hinter das Netz und dann offenes Feld ins Aus. Final also für den Deutschen. Mitjirs Nerven haben nicht gehalten eben. Mal sehen, ob Beckers jetzt halten. 3-0. Ins Aus. Boris Becker spielt sicher, auf Nummer sicher. Weiß, dass Mitjir jetzt wackelt und für die Fehler auf dem Platz steht. Der erste Fehler des Deutschen in diesem Tiebreak-Spiel des zweiten Satzes. 4-1, Becker. 4-1 dennoch. Immer noch ein kleines Break vor in diesem Tiebreaker. Zweimal jetzt Aufschlag bei Miloslav Mitjir. Der kommt. Becker. 4-2 für Boris Becker, 6 Punkte gespielt, Seitenwechsel. Nur die Ruhe bewahren. 4-0, 4-2. Jetzt betätigt sich dort hinten Miloslav Mitjir als Kammerjäger. Ja. Und hier, Freund. Zwei Becker, Aufschlag mit Mitjir, noch einmal von rechts. Diesmal sicher, über Kopf von Mitjir, verkürzt auf 3-4.
4-3, Becker. Becker jetzt deutlich in der Defensive wieder. Aber jetzt hat er Gelegenheit, wieder in die Offensive zu gehen mit Aufschlag. Und 4-3 Führung im Rücken. Dritte Doppelfehler. Four. Ich glaube, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. 4-0, 4-4. Thank you. Quiet, please. Beide. Hier macht aus 0-4 6-5 und hat damit Satzball auch in diesem zweiten Durchgang. Das ist fast unverzeihlich, auch für ihn selbst, für Boris, dass er diese deutliche Führung im Tiebreak-Spiel wieder abzugeben scheint. Fünf, sechs, Satzball mit hier, Aufschlag Becker. Vertan. Sechs beide, wieder sechs Punkte gespielt, wieder Seitenwechsel. Beide lassen sich Zeit, ein paar Sekunden mehr, darüber nachzudenken, was hier in den letzten Minuten abgelaufen ist. Ich glaube, das ist die Schlüsselsituation für das gesamte Match jetzt. Boris Becker hat nach Seitenwechsel noch einen Aufschlag. Zuschauer mag das amüsieren, dass da der Linienrichter fast dran glauben musste. Becker muss über den zweiten kommen. Ja.
6-7. Becker versucht es, geht vor nach dem zweiten. Es geht schief. 7-6 mit hier zum zweiten Mal Satzball. Diesmal mit dem Vorteil, selbst den Aufschlag zu haben. Der geht ins Aus. Das wird schwer für Boris Becker. Das wird sehr schwer. Mitchell führt mit 6-4 und 7-6 gegen den Weltranglistenzweiten mit 2-0 in den Sätzen. Gespielt 1 Stunde und 48 Minuten. Und die Frage ist, wie kann er das wegstecken, der Boris Becker? Der Spielverlauf ähnelt sich immer wieder. Im ersten Satz, Break vor, verliert den Satz. Im zweiten Satz, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, serviert er bei 5-3, gibt seinen Aufschlag zu 0 ab. Im Tiebreak führt 4-0 und verliert 6-8. Mit dem Verlust der Sätze, der Chancen, kann er auch seine Zuversicht, sein Selbstvertrauen zumindest hier und heute einbüßen. Jetzt wird es schwer für Boris Becker, aus dem Australien-Abenteuer 1990 noch ein positives Fazit vielleicht erreichen zu wollen. Sein bestes Ergebnis hier bei den Australian Open, das war 84, da war er im Viertelfinale. Und da würde er widerstehen, wenn er hier und heute gegen Miroslav Mitchell gewinnen würde. Aber davon ist der Deutsche im Moment doch ein ganz schönes Stückchen, genauer gesagt drei Sätze entfernt. Die Zuschauer werden gebeten, die Plätze wieder einzunehmen. Miroslav Mitchell eröffnet nun den dritten Durchgang mit einer 2-0 Satzführung im Rücken. Mitchell hat gut gespielt bisher, aber es liegt an Boris, er hat seine Chancen gehabt und er hat sie nicht genutzt. Vorerst nicht. Jetzt macht er den ersten Doppelfehler. Da ist keine Freude im Gesicht von Bob Redd und auch nicht von Dr. Müller Wohlfahrt, der heute hier angekommen ist. Thirty
Ja, was soll man tun? Becker schaut nach oben. Metier läuft und läuft, wird da hinten 5-6 Meter hinter der Grundlinie beschäftigt und macht dann den Punkt, als Becker nicht konsequent genug die kurze Ecke sozusagen abdeckend angreift. Ja, was glauben Sie ablesen zu können im Gesicht, im Gesamtausdruck von Boris Becker? Keine Zuversicht. Denkt über die knapp 2 Stunden nach, die da gewesen sind, und wird sich vielleicht auch fragen, wie wir alle, was ist nur dran an Australien, dass es hier nie so richtig hinhaut. Ich sagte es nur einmal, noch vor seinem ersten Wimbledon-Erfolg, war hier im Viertelfinale. Das war damals sein bis dato größter Erfolg. Verlor dann gegen Ben Testerman. Und dann die Katastrophenjahre gleich im ersten Spiel. Das war 85 gegen Michiel Schapers als frisch gebackener Wimbledon-Sieger. Gegen Michiel Schapers aus Holland verloren, dann ein Jahr Pause gemacht, gar nicht mehr hierher gekommen, schlechte Erfahrungen. 87 gegen Wally Masur ausgeschieden, auf Rasen noch in Couillon. Dann wieder ein Jahr Pause gemacht, im letzten Jahr war Boris hier und schied in eben dieser Runde im Achtelfinale gegen Jonas Svensson aus Schweden aus. Hat er immer wieder gesagt, ich kann da vielleicht wohnen in Australien, das gefällt mir gut, aber mit dem Tennisspielen, da stimmt irgendwas nicht. Der Vorjahresfinalist Miroslav Mečier führt 2-0 in den Sätzen, 1-0 im dritten. Und Boris hat einen ganz, ganz langen Weg noch vor sich, wenn er hier noch das Viertelfinale erreichen will. Die Aufforderung aus dem Publikum, come on Boris, los jetzt Boris, und er antwortet, I'm trying. Versuch es.
Gutes Spiel von Becker. Dieses erste Aufschlagspiel im dritten Satz zum 1:1. One game ball. New balls. Das Publikum hier, das bisher sich hinter den Außenseiter mit Schier gestellt hat, seine Chancen und seinen Satzgewinn beklatscht hat. Das Publikum scheint sich jetzt doch wieder mehr der Becker zu stellen, denn die Australier wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr von Becker hier im Verlaufe dieser zweiten Woche der Australian Open sehen. Ein Favorit in Not, das ist okay, aber gleich ganz ausscheiden. Love 15. Gestern nach der Disqualifikation von John McEnroe skandierten hier Tausende etwa 15, 20 Minuten lang noch "We want McEnroe", wir wollen McEnroe haben. Aber der ist inzwischen abgereist, mit Familie bereits im Flugzeug auf dem Weg zurück in die USA. Ganz knapp im Aus, ein Fingerbreit vielleicht. Aber die Returns, die Aufschlag-Returns von Boris Becker gefallen mir überhaupt nicht. Da sitzt kein Druck dahinter. Meist spielt er ihn nur zurück. Ja, was tun, Boris? Wenn Mitchell so weiterspielt, dazu diese Führung im Rücken hat, da wird's schwer. Zum dritten Mal Einstand.
Advantage, Mitchell. Da hätte er gern Vorteil Becker gehabt. Greift gut an, tief auf der Rückhandseite. Sonst eine der Stärken der Volley von Joris, da versagt er. Advantage, Mitchell. Und das ist auch das Spiel für den Tschechoslowaken. 2:1 im dritten Satz für ihn. Mitchell leads 2-1. Es ist kaum zu glauben, Mitchell vor knapp 2 Wochen noch beim Turnier vor diesem Australian Open in Auckland. Er spielt in der ersten Runde gegen den Neuseeländer Steve Guy, der auch hier im vorigen Jahr Gegner von Boris Becker war. Ein mittelprächtig begabter Spieler, da verliert der an 2 gesetzte Miroslav Mitchell in Auckland in Neuseeland mit 3-6, 3-6 in der ersten Runde gegen den Neuseeländer. Kommt hierher, wurstelt sich durch die ersten Runden, hat ja auch gegen Udo Riglewski gewonnen, zuvor gegen Kovermans aus Holland in 3 Sätzen. Dann gegen Andrew Schneider aus Kanada in 4 Sätzen. Und dann noch einmal gegen Udo Riglewski in 3 Sätzen. Aber so ganz toll war das Spiel von Mitchell nicht. Hier und heute gegen Boris Becker spielt er eigentlich durchgehend gut. Er bestimmt das Tempo. Er wechselt das Tempo und verhindert damit, dass Boris Becker hier seinen Rhythmus findet. Becker hatte noch 1 Stunde vor Matchbeginn hier im letzten Sonnenlicht mit Darren Cahill aus Australien trainiert. Und da sah das alles gut aus im Training. Aber Training und Vorbereitung und auf der anderen Seite das Match, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Na, vielleicht wird noch was draus. Das 6. Ass des Deutschen. 15:30. Na, jetzt droht den Deutschen das aus. Das ist eine mehr als kritische Situation für ihn. 0-2 in den Sätzen zurück. 1-2 im dritten. 15:40.
30-40. Das ist erstklassiges Spiel von Becker jetzt wieder. Davon hat er bisher insgesamt gesehen zu wenig gezeigt. 30-40. Unglaublich gut und sicher das Spiel von Miloslav Mitschir. Erneutes Break. 3-1 Führung für die Weltranglisten Nummer 25. Becker macht Druck, spielt rechts, links und dann dieser Vorhandcross kurz hinter das Netz gespielt. So ganz neu ist diese Situation ja nicht für Boris Becker. Im letzten Jahr hat er das zweimal durchlebt, dass er mit 0-2 in den Sätzen zurücklag und dennoch gewonnen hat. Es war im Davis-Pokal so gegen Agassi und es war auch in der zweiten Runde der US Open so gegen Rostanio, als er sogar das Matchball gegen sich hatte und später dann das ganze Turnier gewann. Aber das ist die Ausnahme. Von 0-2 Satzrückstand erholen sich ganz selten die Spieler, gewinnen noch ein Match. Love 15. Love 40. Zum ersten Mal seit einer Stunde wieder ein richtig schwaches Spiel von Miloslav Mitschir. So als wollte er es nicht wahrhaben wollen, dass er so deutlich führt gegen die heimliche Nummer 1 im Tennis, gegen Boris Becker, der hier auch die offizielle Nummer 1 werden wollte. Break und Rebreak also. Und vielleicht war es ja die Wende. Vielleicht. Becker muss besser werden, muss sein Spiel machen und Mitschir
ein bisschen nachlassen. So wie das eben bei dem verlorenen Auftragsspiel den Anschein hatte. Ja, Becker hat im Davis-Pokal gegen die USA in München 0:2 gegen Agassi zurückgelegen. Und dann ja auch im dritten Satz Tiebreak das Ruder noch herumgerissen. Gegen Rostanio hat er die Sätze 1:2, 1:6 und 6:7 verloren. Gewann dann am Ende mühsam diese Partie, gewann das Turnier und hat hier als erster seit Rod Laver eigentlich die Gelegenheit, nach Wimbledon und nach den US Open 3 Grand Slam Turniere in Folge zu gewinnen. Da wäre der Boris der erste seit 1969, aber ich glaube, das stellen wir mal ein bisschen beiseite. Bis dahin ist es ein nach wie vor weiter Weg. Meldet sich jetzt hier zurück. 15-0. Dafür hat der deutsche Beifall verdient, nachdem er gerade vorher vor sich hin murmelte, so bad, so bad, das ist so unglaublich schlecht, was ich hier mache. Dieser Angriff war absolut erste Wahl, 30 beide. Nach 1:3 Rückstand, der Deutsche also wieder rangekommen, drei beide.
three games all. Er glaubte Miloslav Mitschir, dass der Return von Becker im Aus gewesen sei. Blieb förmlich stehen, musste dann das Spiel fortsetzen. Und entsprechend auch jetzt der Blick auf diese Stelle, wo er den Abdruck des Balles zu sehen glaubt. Das war mal ein richtiger Return von Boris Becker. Damit macht er einem ja richtig wieder ein bisschen Hoffnung. 0:30. Ich glaube, die Entscheidung ist korrekt. Er war an der Linie. Vielleicht können wir ja mal zur Sicherheit die Zeitlupe sehen. Schlag mit hier. Ja, völlig korrekt die Entscheidung. Becker weiß, dass er was tun muss, da greift er an, ungestüm. Und wird eiskalt passiert. Vielleicht war es die letzte Chance für Boris, ins Spiel reinzukommen bei 0:30. Der Tschechoslowake macht das Spiel, führt mit 4:3 auch im dritten Satz. An die zwei Matches können Sie sich vielleicht auch erinnern, die ich Ihnen eben nannte, als Becker aus einem 0:2-Satzrückstand noch einen Sieg machte. Die Spiele gegen Agassi und gegen Ross Daniel. Und 1987 hat er Ähnliches geschafft. Das war ebenfalls bei den US Open. Da lag er in der ersten Runde gegen Wilkison zurück. 0:2 in den Sätzen. Und hat dennoch das Match gewonnen. Bei den US Open haben übrigens die beiden hier, Miloslav Mitschir und Boris Becker, auch zum letzten Mal gegeneinander gespielt. Das war in der dritten Runde. Miloslav Mitschir war nicht gesetzt, wie hier. Hier in Australien ist er die Nummer 16, also gerade noch mit drin. In Flushing Meadow war ungesetzt, traf auf die zwei Becker. Becker gewann in 4 Sätzen. Ansonsten insgesamt 5:2 für Becker, aber das scheint sich
ein bisschen, so wie dieser Spielstand es im Moment jedenfalls anzeigt, zugunsten des Tschechoslowaken zu verändern. Das Publikum wird wach, gerade in den oberen Rängen, auf den sogenannten billigen Plätzen, dort wo die meisten Jugendlichen sitzen. Da sitzt die Fanschar von Boris Becker. 0-2 Rückstand in den Sätzen, 3-4 Rückstand im dritten und Aufschlag. Das hat nicht sollen sein. Der wollte nicht rüber. Das achte Ass. Damit das 4-4. Vorgeben so. Aber das, was Boris Becker hier im Moment macht, ist natürlich nichts anderes als eine Gratwanderung in diesem letzten Achtelfinale gegen Miloslav Mečija. Der wollte und sollte auch nicht rüber. 0:30. Love 30. Jetzt scheint Mečija, dem Olympiasieger, doch der Arm etwas schwer zu werden. .030, das hatten wir auch im Spiel zuvor. Der Aufschlag Mečija. Ja, da kann man verzweifeln. Am Netz fehlt ein Zentimeter, an der Außenlinie fehlt ein Zentimeter.
So, jetzt 30-40. 30-40. Da ist sie, die Chance, Boris. Zweieinhalb Stunden gespielt. So, ich glaube, es wird wieder spannend. Boris Becker scheint das Gröbste hinter sich zu haben. Er hat 5-4 im dritten Satz, Break vor. Und wollen wir hoffen, dass es ihm jetzt nicht wieder so ergeht wie in den Sätzen zuvor, als er mit Break vor führte und dennoch die Sätze verlor. Einer dieser Käfer, die hier zu Hunderten abends in die Halle hineinschwirren. Aber ich glaube, dafür hat Boris Becker im Moment bestimmt kein Auge. Miroslav Mitschir, ich sagte Ihnen, was Becker noch herumgerissen hat. Das werde ich Ihnen auch mal sagen, was Miroslav Mitschir schon verloren hat bei einer solchen Führung, wie er sie auch hier gegen Boris Becker hatte. Das war 88 in Wimbledon, Halbfinale gegen Stefan Edberg. Da führte Miroslav Mitschir 6-4, 6-2, 3-1. Da fehlten noch 10 Minuten. Am Ende gewinnt Edberg in 5. Und nachher später auch das Finale gegen Boris Becker. Ja? Boris Becker hat die kleine Chance, die sich ihm geboten hat, wahrgenommen. Hat Break vor in diesem dritten Satz. Und schlägt jetzt auf zum Satzgewinn. Mal sehen, ob es diesmal hinhaut. For service. Der Arm ist schwer, man sieht das. Kann kaum noch die Vorhand richtig durchziehen. Das sagt Boris auch immer, Tennis gewinnt man im Kopf. Da spielt sich jetzt bei beiden, glaube ich, das meiste ab. 15 beide.
gut aufgepasst, gut gespielt von Mitchell. Zwar ein bisschen mit Hilfe des Netzes und auf dieses Netz schlägt Boris Becker jetzt auch ein bisschen verzweifelt mit seinem Schläger. 15, 30. Spielst der Vorsprung des Deutschen einmal mehr dahin. Oh, der war gerade noch an der Linie. Das will Mädchen nicht wahrhaben. Ein ganz, ganz wichtiger Ball. Die Linienrichterin zeigt an, der war gut, dieser Ball. Aus dieser Position von mir und von uns, von keinem, glaube ich, zu entscheiden. Aber statt 15-40 heißt es 30 beide. Vorteil 40-30 für Boris Becker. Und jetzt hat er zum allerersten Mal Satzball. Satzball, um hier sich den dritten Satz, das wäre sein erster, zu holen. Und vielleicht damit doch noch die Wende, an die man kaum mehr glauben mochte, einzuleiten. Netz und rein, zweiter Aufschlag bei Satzball. Chance zunächst einmal vertan. Boris Becker, sonst der Meister, einer der Meister der wichtigen Punkte, der Big Points. Heute kann das bisher jedenfalls nicht umsetzen. Voll durchgezogen. Volles Risiko und damit Erfolg gehabt. Advantage Becker. Da wollte ihn Mitchell wieder einlullen, greift dann selbst an. Becker zieht durch, Rückhand Cross. Vorteil für ihn, zweiter Satzball. Das ist es. Zum ersten Mal setzt der Deutsche eine Führung, die er auch in den Sätzen 1 und 2 gehabt hat, um in einen Satz gewinnen. Holt sich diesen dritten Satz mit 6-4 und verkürzt damit auf 1-2 in den Sätzen. Gespielt 2 Stunden
und 40 Minuten. Fourth set. Match here to serve. Thank you, ladies and gentlemen. Ohne Seitenwechsel geht es weiter mit dem vierten Satz. Beckham Aufwind. Love 30. Die Nerven. Love 40. 0-40. Also gleich dreimal die Chance zu einem frühen Break. Das Spiel ist weg bei Mitchell. Und sehen Sie den Blick von Boris Becker, wie er seinen Gegner anschaut. Wir lesen in Ihren Blicken ab, wie es um einen steht. Und aus Sicht von Boris Becker sieht es wieder ganz gut aus, allerdings noch nicht gut. Denn er, Mitchell, führt 2:1 in den Sätzen. Auch Zeit für ihn jetzt, sich ein frisches Trikot anzuziehen. Ja, wer hätte das noch für möglich gehalten, als Mitchell mit 3:1 im dritten Satz führte, also eine identische Führung hatte wie im Halbfinale von Wimbledon gegen Edberg. Zwei Sätze und 3:1. So auch hier und heute in diesem letzten Achtelfinale gegen Boris Becker. Der vierte Satz läuft und Boris Becker hat einen Break vor. Ich glaube, ein ganz gutes Polster, eine ganz gute Rückversicherung vielleicht, doch noch einen fünften Satz hier zu erzwingen und dieses Spiel, in dem lange Zeit alles gegen ihn sprach, doch noch zu gewinnen. Aber der Weg ist lang. Er ist einen Satz kürzer geworden. Für Becker müsste jetzt einfach ein neues Match beginnen. Er sagt sich vielleicht, jetzt geht's los, ich muss Mitchell mit 2:0 in den Sätzen schlagen. Thank you. Quiet, please. Neue Bälle. Doppelfehler Nummer 4 von Boris Becker. Thirteen, 15.
Da kommt er auch ran. Aber bringt ihn nicht rüber. Jetzt macht der Deutsche das Spiel, 40-15, zwei Spielbälle zum 2-0. Korrigiert sich der Linienrichter. Wurde erst aus angezeigt, dann doch gut. Bei diesem Aufschlag. Wird neu gespielt. Wird nicht neu gespielt. Also zweiter Aufschlag. Dennoch das Spiel an den Deutschen. 2-0 im vierten Satz. Becker leads two games to love. Dieser Aufschlag von Boris Becker muss zu lang gewesen sein. Die Linienrichterin, die sich korrigiert hatte, saß auf der langen Linie, hatte also das nicht zu entscheiden. Also einfach nach Hause spielen ist jetzt nicht bei Mitchia. Nach einem Fehler ohne Not, mal wieder ein Ass, das dritte von Mitchia. Klasse Return von Becker. 30 all. Recht ungewöhnlicher zweiter Aufschlag eben. Da wollte er auf Ass spielen, der Tschechoslowake. Becker gut aufgepasst. Aber das Publikum überrascht, da war er überrascht, dass sich dieser Ball von Becker überhaupt noch auf die Linie senkte. 30-40, wieder eine Chance zu einem weiteren Break.
Advantage Becker. Die ersten Selbstgespräche jetzt bei Metier. Das ist recht interessant zu beobachten. Die Linie. 3-0, Becker, vierter Satz. Es scheint dem Tschechoslowaken aus der Hand zu gleiten, dieses Match. Becker leads 3 games to 0. Mitchie ist ja ein passionierter Freizeitangler. Und ich glaube, dann würde das Bild passen, dass er diesen kapitalen Hecht namens Becker vielleicht doch vom Haken gelassen hat, denn er hat Becker am Haken gehabt und ist dabei, ihn wieder zu verlieren. Sieht wieder frisch aus. Der Deutsche scheint auch zu spüren, dass er hier die Entscheidung jetzt auch bei diesem Spielstand im fünften Satz suchen kann. Vielleicht doch noch zu seinen Gunsten. Aber sicher ist nichts, auch wenn sich Miloslav Mitchell hier zweifellos in einem tiefen Tal befindet, aus dem es jetzt für ihn schwer werden wird, wieder herauszukommen. 2-1 in den Sätzen führt der Tschechoslowake noch, aber Becker hat 3-0, zwei Breaks vor im vierten Durchgang. Das sollte eigentlich ausreichen, um einen fünften Satz zumindest hier zu erzwingen. Aber mit sollte ausreichen, müssen wir heute vorsichtig sein. Becker hätte die Partie eigentlich längst zu seinen Gunsten entscheiden müssen. Er hat in allen Sätzen, das sage ich mal denen, die ein bisschen später in dieses Spiel hineingekommen sind, in allen Sätzen geführt und in den Sätzen 1 und 2 diese Führung nicht umsetzen können. Gefühlvoll und effektiv dazu. Love 15. Ein guter Punkt von Boris. Sicher, gut in der Länge, druckvoll genug. 15 beide. Forty,
Dan Becker. Kein Zweifel, im Moment bestimmt Becker das Spielgeschehen, wie er will. Becker leads 4 games to love. 4-0 im vierten Satz. Und wieder ein kleines Stückchen weitergekommen. In Richtung fünfter und entscheidender Satz. Second surface. Schien der Deutsche gedacht zu haben, dass dieser Rückhandball ins Ausgehen würde. 15 beide aber. Das war ein klassischer Unforced Error, ein Fehler ohne Einwirkung des Gegners. Einfach so ins Aus geschoben und konzentriert zwischendurch. Zwar immer wieder gute Bälle von ihm, aber er hat seinen Rhythmus verloren. Der Miloslav Mečir, 30 beide. Zweiter Aufschlag. Möglichkeit zum ersten Spiel für Mečir in diesem vierten Satz. Die Returns von Boris Becker kommen jetzt wuchtiger, gerader, härter. Advantage, Mečir. Ich glaube, die beiden haben das, was man Blickkontakt nennt. Wieder der Blick vom Becker rüber, will ablesen im Gesicht seines Gegners, was tut sich da? Ball.
advantage, Mitchie. Das ist das erste Spiel für Miloslav Mitchell. Verkürzt auf 1-4. Becker leads 4 games to 1. Aber in diesem 4-1 sind eben zwei Breaks vor für Boris Becker, dessen Gratwanderung noch nicht ganz beendet ist. Aber der Abgrund, in den er da schaut, der ist nicht mehr ganz so steil, so tief. Becker hat einen fünften und entscheidenden Satz in Reichweite. 4-1 Führung, das sollte ihm eigentlich zumindest reichen, um den fünften und entscheidenden Satz, in dem es dann keinen Tiebreak gibt, hier anzusteuern. Ja, wo mag er jetzt sein mit seinen Gedanken? Hier im Flinders Park. Ist er vielleicht bei seiner Familie? Vielleicht beim Halbfinale 88 in Wimbledon, als er eine ähnliche Führung gegen Stefan Edberg abgab. Als Mitchell mit einmal aufgehört hat, Tennis zu spielen, Edberg reingebracht hat durch seine vielen, vielen Fehler. Und damit das Finale von Wimbledon verpasst hat. Vielleicht sind seine Gedanken auch bei der Weltrangliste. Hat er jede Menge Punkte hier durch seine Teilnahme am Finale im letzten Jahr zu verteidigen. Wir werden sehen.